So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Und das letzte Mal haben wir nicht ganz so erfolgreich uns mit dem damit beschäftigt, mit dem vernetzten Spielmodus. Ergebnisse, was steht da? Sick. Hä? Was ist das denn? Was ist das? Warum ist das leer? Ich habe doch schon gesch... Was? Oder ist das mit Lokal? Ist das bei Lokal nur relevant? Wie auch immer. Egal. Egal. Wir haben neue Level. Und zwar hat Trivi geschrieben, dass sie ein neues Level fertig hat. Counter arbeitet gerade an einem neuen Level. Er muss es jetzt nur spielen. Fertig hat er schon. Sobald er es schafft, ist es oben. Ich glaube aber, er hat es noch nicht geschafft. Er meinte, das wird so bis 2020 dauern. Wir werden sehen. Ah, und Maddie hat auch was Neues gebaut. Oh. Ist das das, was... wir fangen mit dem von Trivia auf jeden Fall an. Ist das das, was er... Oh, das wäre ja sick. Wir fangen mit dem hier an. Fungal Attack. 2,58% Abschlussrate. Contaminated Level, Autoscrolling, okay, meinetwegen. Let's go. So. Im SMW-Stil. Ach, dieser Pilz. Dieser Pilz. Oh no, geh weg. Abschießen kann man den nicht, oder? Nope. Aber er kann mir hier nicht folgen. Oh. Ich hätte da nicht reingesollt. Riep. Okay. Schneller. Ah! Dang it! Okay. Also direkt loslaufen, hier durch kann ich. Das haut hin, dann komme ich hier ganz schnell rüber. Problem ist. Ah, zu schnell. Ja, der wird mir hinterherkommen, egal was ich mache. Ich kann ihn ja kaum beeinflussen, was das angeht. Schneller! Yes! Okay, das geht sogar. Oh Gott. So, den nehme ich mal mit. Wer weiß. Ach, du Sch... So, das geht aber ohne ihn. Also das geht teilweise... gerade so. Okay, kann ich den irgendwie... Au. Wo bin ich denn jetzt rangehuppelt? Ups. Jusch. Danke, Notenblock, dass du gut funktionierst. So. Nein! Gib mir das. Oh, jetzt muss ich ausweichen. Das hat nicht gereicht. Ah. Ach stimmt, die können ja runterfahren. Eventuell kann ich mir das ja irgendwie zunutze machen. Nein, das war bestimmt nicht gut. Ich brauche die bestimmt, oder? Wait, Ah! Was? Okay. Nein! Eieieiei. Nein, jetzt habe ich wieder die Schelle nicht mitgenommen. Oh, jetzt muss ich wieder ausweichen. Okay. Aber ich kann ja die nicht. Wie werde ich die denn los?
Muss ich wirklich beiden da hinten ausweichen? Das sollte schnell genug gewesen sein. Ach, der stirbt, weil... Ah ja, verstanden, wegen der Bombe. Nein! Ach, Mann! Die Shell kann ich ja nicht behalten, ne? Es gibt keinen Grund... Nein! Ja, das ist jetzt ungünstig. Stimmt, wenn die eine Shell weg ist, ist eigentlich... kann man nur noch sterben. Aua. Ist das dann ein Softlock? Wenn die einzige Option ist, noch zu sterben? Ich glaube ja. Wenn man das Spiel halt nicht mehr... wenn man das Spiel halt nicht mehr beenden kann. Ich glaube, dann redet man von Soft... Oh mein Gott, was tue ich? Ich glaube, dann redet man von Softlock. So. Ah, ich bin wieder zu langsam. Weil ich schnell sein will und dann... Na gut. Aber er kann ja runterfallen, das ist ja okay. Jetzt habe ich die Shell nicht. Oh wait, jetzt ist er nicht hinterhergekommen. Doch. Mist. Oh Gott, wie man... Ich sollte nicht direkt bis dahin gehen. Ich habe eigentlich da vorne mehr Ausweichmöglichkeiten. Wenn wir mal ehrlich sind. Ich kann die bestimmt besser manipulieren, als ich es aktuell... Ja. Als ich es aktuell tue. Ich kann die bestimmt deutlich besser manipulieren. So, das reicht jetzt aber. Ach, ich habe sie wieder nicht mitgenommen. Mist. Oh, jetzt sind die aber ganz schön nah beieinander. Ich bin ja doof. Ich weiß, wo ich mich hinstelle. Ich glaube, ich habe eine gute Stelle gesehen gerade. Oh. Ich wollte gerade sagen, wieso springe ich eigentlich über die Notenblöcke, aber... deswegen. Reicht das? Ja. Huch! Das wollte ich nicht. Sag mal, ich stelle mich aber auch an hier. Bin gerade komplett unkonzentriert. Das ist vor allem nicht gut, wenn dann gleich noch Counters Level kommt. Das ist nicht, nicht so gut. So, ich kann mich doch hier hinstellen. Nein, kann ich nicht. Okay. Never mind. Was war das denn wieder für eine Idee? Nur Quatsch im Kopf. Was mache ich denn? Bin gerade richtig schlecht. Ah. Also gerade ist es echt nicht feierlich, was ich hier zusammenspiele. Das ist mir bewusst. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Das Problem ist aber, der dreht ja um. Die gehen ja immer zu mir. Boah, wie mache ich das denn da hinten? Wie mache ich das denn da hinten am blödsten? Ich kann ja nicht... Ich kann dem ja nicht... Ich habe eine Idee. Schon wieder. Aber ja, weil der verfolgt... Oh.
Aber der verfolgt mich ja, ne? Also es ist eigentlich Quatsch zu sagen, ich bleib da vorne. Ich muss mich ja vor dem wegbewegen. Konstant. Das ist schon ein Problem. Ich habe gerade eine andere Idee. Mal gucken, ob die funktioniert. Ah, nicht ganz. Das war nicht, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. So. Ach so. So löst sich die Bombe ja gar nicht. Also der Swamp ja gar nicht. Ah. Ja. Coole Idee, auf jeden Fall. Würde wieder die Idee haben. Upsi. Ha. Jetzt löst er sich. Ah. Aber ich kann das timen. Ich kann das ja anders timen, dadurch, dass ich den ja auslöse. Natürlich, ich kann die weiter auseinanderziehen. Ich kann die weiter auseinanderziehen. Jetzt wird das passieren, was Counter gerne hätte. Ich werde das ganze Video in diesem Level festsitzen. Schauen wir mal. Hier habe ich ja die Entscheidungsgewalt. Die Entscheidungsgewalt. Das war knapp. Offscreenen kann ich den ja nicht, ne? Der. Ach. Ich kann den nicht loswerden. Es ist egal, was ich mache. Ich werde den nicht los. Ist nicht gut. Ich will den aber loswerden. Oh. Ich will den aber loswerden. Jetzt hat es einmal nicht gereicht. Schade. Viel besser. Viel besser. Ich kann den da oben lassen. Oh, verdammt. Das habe ich viel zu spät realisiert. Oh, verdammt. What? Das habe ich echt viel zu spät realisiert. Ach du Schande. Jetzt muss ich da oben die Bombe. Oh Gott. Ach du Schande. Mach ich das denn jetzt wieder? Okay. Solange beide in einem sind, jetzt habe ich sie nämlich zusammengesetzt, muss ich nur abwarten. Oh nein, was tue ich? Ich bin so eine Nuss. Jetzt hatte ich es doch. No. Dumm. Ach Mist. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin. Ja, genau so. Oh Mist, ich hatte es doch. Wieso gehe ich denn plötzlich oben rum? Oh Mist. Nein! Ich hab...
hab's getan! Oh nein, ich hab's getan! Ah! Zum Glück ist es nur ein ganz, ganz kurzer Checkpoint. Jetzt krieg ich's ja wieder hin. Jetzt habe ich ja meinen Trick. Ah, ich hab's getan! Ich wollte das nie tun! Jetzt ist es passiert. Verdammter Neustart. Ah. Nein, ungünstig, jetzt ist er oben. Ich muss da schneller runter. Okay. Ich muss da schneller runter. So, du bleibst jetzt da. Nice. So. Komm, mach Bumm. Verdammt. Also einmal muss ich dem noch ausweichen. Oder kann ich noch einen Ticken später loslaufen? Na. Nicht weiter nach rechts. Ah. Nein. Verdammt. Ach, das ärgert mich jetzt, dass ich den Checkpoint verhauen habe. Ah, sowas Doofes. Das kommt jetzt wieder, jetzt kommt der Pilz. Hi. Ciao. So. Jetzt macht er hoffentlich auch ein bisschen schneller Boom. Ah, ich glaube nicht. Ah, ich glaube doch. Sehr gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt muss ich die wieder irgendwie zusammenkriegen. Und nicht mehr auf Neustart drücken. Gar nicht mehr jetzt auf den Startknopf gehen. Überhaupt nicht mehr auf den Startknopf gehen. Okay, sie sind wieder ein bisschen zusammener. Zusammen, nein. Zusammener, ja, genau so. Oh, die Idee dahinter auch wieder, ne? Und Moment, das muss der Trivia auch wieder mit einem Checkpoint spielen. Oh, das ist so... Das ist so gemein, Nintendo. Den Checkpoint hier durfte sie ja gar nicht nutzen. Oh, das muss stressig gewesen sein. Oh boy, jetzt kommt er zurück. Ich krieg die nicht mehr in eins zusammen. Wie hat das denn vorhin hingekriegt? Könnte was werden. Ja, sie sind zumindest näher dran. Oh, wir sind durch. Oh, da ist das Ziel. Oh, Gott, doch, Gott, doch, Gott, doch, Gott, doch, Gott. Huh.
Oh, was sogar Rekord, okay. Dann ist der, der es vorher gespielt hat, öfter gestorben da hinten an der Stelle. Ei. Du hast Ideen, Trivi. Du hast Ideen. Mein lieber Mann. So, wie sieht's mit Maddie aus? Probieren wir erstmal das hier. Da sind Münzen, da sind... Okay. Okay. Ah. Das haut nicht hin. Aber ein bisschen weniger, dann kommt es genau hin. Ja. Ja, und dann? Gottes Willen. Wieso? Wie soll das denn gehen? Also. Ah, oder? Nee, das geht auch nicht. Direkt wieder zurück. Das geht auch nicht. Ha. Geht es vielleicht doch und ich war einfach nur zu langsam? Oh, Feier. Cool. So komme ich auf jeden Fall nicht in die Tür, wenn die Plattform da weg ist. No. Ich muss dann durch, wenn die oben sind. So ganz knapp durchspringen irgendwie. Aber das Timing muss ich erstmal sehen. Jetzt. Und dann noch die Tür kriegen. Okay. Okay, den Anfang haben wir verstanden. Und dann noch die Tür kriegen. Was denn jetzt? Yes. Der Hammer. Ich komme nicht mehr zum Schlüssel, alles klar. Es ist Ey! Junge! Hör auf damit! Fassungslos. Es kann doch nicht sein. Immer dann, wenn ich eine Stelle verstanden habe, kriege ich den Teil davor nicht mehr hin und komme nicht mehr zu der Stelle zurück. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Krankheit bei mir? Ich habe doch den Sprung auch nicht anders gemacht. So, danke schön. Checkpoint wäre cool. Na, natürlich nicht. Oh, das fällt auch runter. Oh Gott, was ist das denn hier für ein Zeug? Das fällt nur etwas langsamer. Oh, Himmel.
Ja. Das war dieser berühmte Skill. Damit klappt das jetzt wieder. Never mind. Ach nee, das Level, was Counter meint, der hat ja wieder ein Höhlenlevel gebaut. Cave Counter 2 oder so. Das kann ja nicht B-Side sein. Kommt mir gerade so. Er meint, er hat wieder ein Höhlenlevel gebaut. Das wird das sein, wo er lange braucht, bis er es geschafft hat selber. Stimmt ja. Mama. Also ich hoffe, nach dem Raum kommt ein Checkpoint. Sonst kriege ich kein Problem. Oh, Checkpoint, komm schon, gib mir den Checkpoint. Yes. Okay, okay, das kriegen wir hin. Das sieht alles noch freundlich aus. Das sieht alles noch... Nur jetzt um Gottes Willen nicht mehr Dings machen. Hier, Neustart. Dann raste ich ein bisschen aus. What? Was muss ich da tun? Oh, and by the way. Haha! Ein jetzt nicht wichtiger Bonus, aber grundsätzlich wieder mitgefunden. So, wie geht das jetzt hier? Ah ja! Gut, wir haben mehrere Ideen. Sag ich jetzt mal. Also nicht. Kann ich auf den Dra... Ist das ein... Kann ich in diesem Ding auf die Swamps drauf oder nicht? Ich glaube, hier töten die mich, oder? Ich muss das jetzt mal testen. Ja, den kann ich nicht berühren. Okay. Ich muss also im Schub bleiben. Aber ich verliere doch hier auf jeden Fall mein... Hä? Check ich nicht. Huch. Was soll ich da tun? Achso. Soll ich den Treffer nehmen und dann so lange noch auf ihm bleiben, bis die Unverwundbarkeit weggegangen ist, oder? Wait, kann man da hoch? Ja, ich komme da ja nicht. Ich muss hier doch den einen Stiefel hergeben. Und das geht's doch gar nicht. Anders komme ich da doch gar nicht durch. So, stopp. Stopp! So, stopp. Nee, da kann man nicht hoch. Hab ich falsch gesehen. Okay.
Aber das da, ich verstehe gerade nicht. Mit dem kann ich auch keine Stampfattacke machen, ne? Nee. Mit dem auch nichts nützen. Das ist ja... Hä? Wie komme ich denn mit dem Shooter wieder drauf? Ich kann auch nicht vor ihn runterspringen. Wüsste ich auch nicht, wie das gehen soll. Na, der ist viel zu schnell, um da... Ich kann nur versuchen, wieder auf ihm drauf zu landen. Mit einem Treffer. Dann schnell den... Wahrscheinlich geht sowas. Das ist das, was ich probieren muss. Das ist jetzt das, was ich erstmal probieren muss und möchte. Ach, der ist so schnell. Ich komme da nicht hinterher. Ha. Huh. Und jetzt wieder drauf und dann gucken, ob es weitergeht. Aber das dauert, das ist zu kurz. Das ist doch zu kurz. Die Verwundbarkeitszeit, das reicht doch nicht aus. Ne, das... Deswegen habe ich ja getestet, ob ich das überleben würde auf ihm. Und das überlebe ich ja eben nicht. Das ist das Einzige, was ich sehe. Ansonsten sehe ich nicht, wie das gehen soll. Ich kann mit dem Shooter nicht wieder drauf landen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Ha. Ich kann nicht mal hier schnell rechtzeitig runterspringen. Der geht auf jeden Fall vor mir da durch. Ich komme nicht. Ich muss, wenn, dann von hinten wieder auf ihn drauf. Das mit dem Pilz. Das ist das Einzige, was ich gerade sehe, was möglich wäre. Genau so. Und das ist es tatsächlich. Okay, alles klar. Das ist genau das, was ich tun soll. Gut. Wenn es, wo ich es weiß, ist es auch einfacher umzusetzen. Weil jetzt weiß ich ja, es geht und es ist so gedacht. Ich war gerade kurz davor, Neustart zu drücken. Oh Gott. Dann würde ich jetzt abbrechen. Wenn mir das jetzt passieren sollte, würde ich jetzt hier abbrechen. Weil den ersten Checkpoint spiele ich nicht nochmal. Wirklich nicht. Aber auch hier, Maddie musste alles ohne Checkpoint einmal spielen. Holy! Und das haben die hingekriegt. Wie Leute, wie schafft ihr das? Vor allem, wie habt ihr dieses Durchhaltevermögen? Weil das hätte ich halt wieder nicht. Ah, es kann doch nicht wahr sein. Okay. We can do that. Nein! Was? Hat er die Pflanze jetzt in mich reingeschoben, oder was? Weil er hat mich doch gar nicht berührt. Ah, komm schon. Das war zu weit. Oh mein Gott. Ach. Oh, yes. Checkpoint. Oh nein. Checkpoint. Oh. Ah, verstanden. Okay. Das ist einfach. Das kriegen wir hin. Das ist einfach. Das ist ein schöner Raum.
Ja gut, ne? Habe ich halt den Schlüssel verfehlt. Aber ich muss gar nicht so gehetzt abspringen. Ich habe Zeit. Der hat einen Fallschirm. Das reicht aus. Ja, ich muss es nur dann so machen, dass der Schuh halt auf dem Swamp ordentlich drauf bleibt. Ah. Es ist eigentlich einfach, ich bin nur zu doof. Das ist jetzt echt nicht... Das ist echt nicht schwierig. Es ist eigentlich echt nicht schwierig. Warum mache ich denn so einen Quatsch? Huch. Das war nicht ganz so gedacht. Okay, es ist von der Physik her ein bisschen schwerfällig, da wieder nach hinten zurückzuschnelllenken, aber eigentlich sollte das gehen. Es wundert mich gerade, dass ich mich dazu anstelle. Ich muss ein bisschen warten. Ein bisschen warten und dann... Es ist halt die SMB-Physik, die hier mir Probleme macht. Aber schon mein eigener Fehler auf jeden Fall. Bevor es jetzt wieder so klingt, als würde ich alles auf das Spiel schieben. Oh, warte. Bin ich schnell genug? Ah, ich war schon wieder kurz davor, Neustart zu drücken. Oh, dafür ist es vielleicht... Okay, ich habe in den letzten Parts ja gesagt, es wäre gut, so einen Schnellknopf für den Neustart zu haben. Vielleicht ist es aber gerade für solche Experten wie mich super ungünstig, weil ich dann zu schnell mal eben den Neustartknopf drücke. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das wäre super suboptimal, wenn man wirklich mit einem kurzen Druck resettet und dann aber... Ah ja, ja, ich glaube, deswegen hat Nintendo das nicht gemacht. Ich spring doch gerade hoch. Wieso komme ich denn in den Stachel rein? Habe ich da noch Movement dabei? Das gibt's doch nicht. Das sah eigentlich echt einfach aus, so vom Raum her. Oh nein! Jetzt ist der Schuh nicht da drauf gelandet. Sonst war der immer an dieser Stelle. Ha! Drücke ich zu... Ich drücke doch nur den Sprungknopf. Dachte ich. Drücke ich unterbewusst auch noch nach links? Hä? Das ist ja wirklich faszinierend, ne? Kann da nicht rausspringen? Kann das sein? Kann das sein, dass ich da nicht rausspringen kann? Aber das muss doch gerade hochgehen. Ich spring doch gerade an der Wand hoch. Okay. Dann nehme ich das jetzt mal so hin. Ist die Hitbox von der Stachel fetter als die Wand? Nein! Oh, kann das sein, dass die Hitbox fetter ist? Gibt's denn das jetzt in dem Raum? Der Raum sah so einfach aus. Und jetzt habe ich da so viele technische Probleme. Ach, verdammt. Das gibt's doch nicht.
Jetzt da. So. Gute Welt. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich schief gehen, weil ich jetzt den Schuh verlieren werde und das darf nicht passieren. Ja, und jetzt? Ne? Jetzt ist der Schuh weg. Ich muss das irgendwie so machen, dass der Schuh wieder in dem Ding drin... Ihhh. Das ist ja eklig. Jetzt hoffe ich, ich krieg das gleich wieder hin. Ja, okay, es geht... Wir kommen da der Sache näher. Ich darf einfach nicht an der Wand abspringen. Aber wie geht denn dann der nächste Raum? Da habe ich halt wieder keine Möglichkeiten, das zu üben. Das muss einfach funktionieren. So, ich will jetzt erstmal was testen. Wenn ich den Schuh loslasse in der Luft, dann fällt er und der fällt da runter. Wird er dann wieder gegriffen? Ja, und das geht nicht so. Oh, ich hab's verstanden. Ich bin blöd. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich nutze den gar nicht am Anfang, den Greifer, sondern erst danach. Das Einzige, was ich machen will, ist, ich will den Schuh in den Greifer fallen lassen. Aber ich kann ja den Schlüssel holen, ohne den Greifer loszuschicken. Das sollte funktionieren. Pass auf. Die Frage ist aber, fällt der gerade dann runter? Der würde gerade runterfallen und ich dann auch. Okay, funktioniert. Gut, kriegen wir hin. Dann ist das okay. Sagt er jetzt wieder und dann macht er gleich wieder Quatsch den ganzen Raum. Pass auf. Vor allem jetzt, wo ich verstanden habe, wie dieser eine Raum geht, ist... Es war klar. Es war klar. Jetzt, wo ich verstanden habe, wie dieser eine Raum geht, verhaue ich den anderen wieder. Das war ganz klar. Logisch. Das konnte nicht anders sein. Na, jetzt, wo es nur noch darum geht, den anderen Raum zu üben. Okay. Ich wollte gerade sagen, dauert es wieder dreimal, bis ich das hier schaffe, aber gut. Ganz so schlimm war es dann auch nicht. Also den besser fallen lassen. Hier ungefähr. Und dann passt die Geschichte. Sehr schön. Jetzt habe ich einen Versuch, aber das sollte funktionieren, oder? Ich habe doch genug. Nein, es reicht nicht. Oh, okay, das ist auch nochmal ein bisschen kritisch. Alles klar. Ich muss rechtzeitig abspringen, weil ich... Ich habe einfach nicht dieses Movement. Wie zum Beispiel eine SMW, dass ich dann da richtig stark nach links rüber zurückdriften kann. Das geht hier nicht. Du hast in SMB einfach eine ganz andere Steuerung. Die völlig ungewohnt ist. Yes. Aber das klappt schon mal. So, also muss ich relativ bald abspringen. Bisschen später. Bisschen später. Das klappt jetzt immerhin. Nachdem ich nicht direkt an der Wand abgesprungen bin, klappt das hier besser. So, und das wird jetzt auch gefälligst funktionieren. Okay, soweit, so gut. Ja, das ist jetzt halt wieder so ein bisschen Trial and Error, ne? Es reicht nicht! Das ist, was ich meine. Seht ihr das? Ich komme nicht zurück. Obwohl ich relativ nah an der Tür abspringe, komme ich nicht zurück. Ich muss das wirklich ganz, ganz knapp machen. Ah... Oder ich drehe den Schuh vorher. Ich glaube, das ist... Ah. Ist das der Trick bei... Oh. Wieder den Schlüssel noch den Schuh gekriegt. Ist das der Trick bei SMB, dass man sich vorher zurückdreht und dann besser in die Richtung kommt? Ist das der Trick? Na, so wie hier, zack. Und dann komme ich da vernünftig rüber. Das könnte ich probieren. Das könnte ich probieren, dass ich mich drehe und dann zur Tür. Ja,
Das werden wir probieren. Okay, alles klar. So, pass auf. Sprung, drehen und zur Tür. Ja, das könnte funktionieren. Okay, jetzt war es aber wirklich viel zu spät. Hat man gemerkt. Jetzt war es wirklich viel zu spät. Da muss man einfach das Gefühl jetzt dafür bekommen. Da muss man jetzt einfach das Gefühl erstmal dafür bekommen. Nee. Aber wobei, es geht ja noch. Schade. Es wäre nicht vorbei gewesen. Es wäre noch möglich gewesen. Okay. Boah, wie hat denn Maddie das am Stück gespielt? Was sind denn das für krasse Menschen, die sowas können? Also bei Trivi kann ich es mir noch irgendwo vorstellen, dass man irgendwann diesen einen Checkpoint mitnimmt. Aber wie viele das hier mittlerweile schon sind? Zwei. Okay, es sind zwei Checkpoints. Aber es sind halt, ne, es sind Räume, die gehen so oft so schnell schief und die müssen alle am Stück hintereinander funktionieren. Boah. Das dauert, bis man das hinkriegt. Und auch derjenige, der hier den Weltrekord aufgestellt hat, ne, der musste das ja auch relativ am Stück spielen. Sonst wäre es ja keine so grandiose Zeit. Das ist ja komplett utopisch. Na, danke. Danke dafür. Nein! Ach, Mann. Nicht wieder da sterben. So, können wir jetzt den Schlüssel und den Schuh? Dankeschön. Ah, wir sind wieder in diesem Raum. Sehr gut. Wir sind wieder in diesem Raum. Okay. Gut, das klappt. Und das klappt jetzt auch. Okay, da ist mein Schuh. Und jetzt? Nein, was? Was muss ich denn da machen? Den Raum habe ich ja noch gar nicht verstanden jetzt. Was kommt bei dem... Was kommt bei dem... bei dem Block über dem Springboard raus. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Ah, Mist, ey. Klar, immerhin klappt das. Aber das kann ich nicht rausfinden, ohne den Schuh zu opfern. Oder? Verdammt. Ah. Aber jetzt bräuchte ich den Schuh halt noch. Oh, das ist ja bitter. Aber verstanden. Verstanden. Ich glaube, ich habe den Raum verstanden. Genauso wie ich den hier fallen lasse, muss ich das da drüben machen und dann den Block auslösen. Und dann komme ich mit dem Schuh und dem Springboard, komme ich, glaube ich, an Schlüssel und Tür ran. Nicht sicher, aber. Jetzt muss ich den erstmal wieder ausschwenken lassen. Oh Gott, das wird nicht gut gehen. Das war genau der Ansatz, den ich brauche.
Das war genau der Ansatz, den ich brauche. Dann noch landen. Also, ne, der Schuh war ja richtig, nur ich war falsch. Ah, das kriegen wir ja reguliert. Okay, dann halt nicht. Puh, dieses Level. Ist das denn die Möglichkeit? Dankeschön. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Nein, es reicht nicht! Können wir das bitte unter einer Stunde hinkriegen? Ich meine, überhaupt schaffen würde mir auch schon reichen, wenn es länger dauert als eine Stunde, ist es halt so. Aber ich hätte gerne das Video unter einer Stunde. Das wäre ganz toll. Der Spaß hier wieder. Oh Gott, das ist so. Yes! So, jetzt lassen wir das ausschwingen. Dann hoffe ich, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist schon mal gut. So, jetzt lassen wir das wieder ausschwingen. Nein! Der ist nicht, der Schuh ist nicht drin. Der Schuh ist nicht drin reingefallen. Der Schuh ist nicht reingefallen. Verdammt! Der Schuh hätte reinfallen müssen. Dann wäre alles gut gewesen. Dann noch hier hoch. Das nicht auch Softlocks eigentlich? Ich meine, so rein von der Definition her sind das Softlocks, oder? Kann er nichts mehr tun. Oh, Mama. Die kommt sogar gleich. Meine Eltern holen heute schon mal die ersten Sachen ab. Vom Auszug. Dann mache ich den Rest nächste Woche. So. Aber das ist halt, oh, das ist so nervenaufreibend, weil halt alles klappen muss. Ich habe halt immer nur einen Versuch für alles. Was einen nicht umbringt, macht einen härter. Oder so. Ich frag mich gerade, ob es einfacher geht, aber von hier aus, glaube ich, reicht es nicht aus, ne? Oder? Warte mal. Wenn ich den hier still lasse, würde das ausreichen? Soll ich es mal probieren? Das würde halt einiges vereinfachen, weil dann müsste ich diesen Quatsch da drüben nicht machen. Der Schuh muss wieder da reinfallen und ich muss den Block auslösen und zurück in den Schuh.
Wir probieren es einmal aus. Es könnte gehen. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder ausschwingen, sonst wird das nichts. Weil der Schuh fällt dann safe hier runter. Nur ich muss halt den Block bekommen. Ja, es könnte gehen. Aber ist das wirklich einfacher als das andere? Das macht's nicht besser. Das macht's aber auch nicht schwieriger. Insofern kann man es auch so machen. Dann fällt zumindest der Schuh immer sicher runter. Ach komm. Ich weiß ja nicht, ob dann der Ende ist. Muss ja nicht sein. Level kann ja noch länger sein. Man weiß es ja nicht. Das gibt's doch nicht! Ich komme nicht zurück, wenn ich das so mache. Verdammt! Warum nicht? Warum komme ich so nicht zurück? Ist doch Mist. Das ist doch ganz großer Mist. Nö! Das muss doch gehen, sag mal. Jetzt schwingt er ziemlich stark. Das ist nicht gut. Ah, ich kann... Oh, das ist gut. Ich kann gegensetzen. Oh, ich kann dafür sorgen, dass die weniger schwingen. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Ich kann gegenlenken. Sehr gut. Ja, das war gut. Nice. So. Nummer 1 ist getan. Jetzt muss einmal das Springboard da ausschwingen. Dann muss ich da drauf landen. In Ruhe. Ruhe. Jetzt muss ich das in der Mitte erstmal ausschwingen. Weil da muss ja der Schuh reinfallen gleich. Okay. We can do this. Schuh muss gefallen sein, richtig, ne? Yes! Nur noch auf das Springboard. Oh Gott, mach keinen Quatsch jetzt, Junge. Können wir erstmal in Ruhe? So, und hopp, und hopp. Okay, und selbst wenn es schief gegangen wäre, hätte ich den Schuh nochmal gehabt. Bitte Checkpoint. Checkpoint oder Ziel. Mama, das ist kein Checkpoint. Da ist kein Checkpoint, Mama. Ach du Scheiße. Ich will das nicht. Oh Gott, das geht schief.
das für eine kranke Scheiße? Oh Gott! Gib mir jetzt einen verdammten Checkpoint! Wow! Ich dachte gerade... Oh mein Gott! Oh, hier geht jetzt aber bitte nichts mehr schief, oder? Oh, ah, da wäre eh kein... Da wäre eh kein... Okay. Okay, da wäre eh kein... Kein Abgrundgefühl. Sind wir unter einer Stunde? Okay, sind wir nicht. Oh Gott, das... Das war sick. Das war sick. Das war sick. Oh Gott, ey. Wie hat er denn das am Stück? Oh, und diese letzten Sprünge jetzt, das war gerade so aufregend. Oh. Bruder. Alter. So, was sagen wir hierzu? Okay. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Danke an der Stelle fürs Zuschauen. Und tschüss.